Hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de, heute die 126 von 365 mit einem weiteren Hawaii-spezifischen Thema, nämlich das Thema Sonnenschutz. Spielt eine große Rolle, denn wir Mitteleuropäer sind dann doch eher so die Kalkleisten, die jetzt nach Hawaii kommen, weil wir doch die letzten Wochen einfach ein bisschen weniger Sonne abbekommen haben, beziehungsweise ist natürlich schönes Wetter draußen aktuell, aber nicht so warm, dass wir jetzt irgendwie kurz fahren konnten und da unsere Haut die ganze Zeit mehr oder weniger halt der Sonne ausgesetzt haben. Es gibt natürlich ein paar, die vorher nochmal ins Trainingslager fahren konnten, für die ist es jetzt besser, aber wir Mitteleuropäer, die nicht in der Lage gewesen sind, nach Hawaii ins Trainingslager zu fahren, die haben jetzt das Problem, dass die Haut einfach ein bisschen weniger Sonnen gebrandet ist und wir kommen nach Hawaii und setzen uns da auch eine ziemliche Einstrahlung aus und da gilt es doch so ein bisschen darauf zu achten, dass man vielleicht da in den ersten Tagen vor dem Wettkampf auf jeden Fall richtig dick Sonnencreme aufträgt. Das heißt eigentlich alle 3 bis 4 Stunden mindestens nachschmiert, besser vielleicht sogar alle 2 Stunden nachschmiert, um einfach keinen Sonnenbrand zu riskieren und dabei auch wirklich alle Körperpartien mit eincremt, an die man vielleicht im ersten Mal nicht so denkt, also sprich auch Handrücken, Nase, Gesicht, auch die Augenlider, da kann man nämlich auch ganz wunderbar einen Hautkrebs entwickeln, Nacken wie gesagt, aber auch die Region, wo vielleicht das Top nicht ganz bündig mit dem Hosenbund abschließt, das ist immer so eine exponierte Stelle, wenn dann das Top hochrutscht, dass man sich gerade so da, wo das Steiß-Tattoo normalerweise sitzt, also das Arschgeweih oder der Schlampenstempel, wie man auch manchmal sagt, tätowiert ist, dass da das Top hochrutscht und dass man da vielleicht vergisst zu schmieren und da gibt es einen ganz, ganz fiesen Sonnenbrand mit Blasenbildung und Sonnenbrand ist einfach schlecht, weil Sonnenbrand jede Menge Energie kostet. Der Körper muss richtig viel Energie aufwenden, um halt die Haut auch entsprechend runterzukühlen und das hat mit Sicherheit einen performance-limitierenden Beitrag in sich und den sollte man auf jeden Fall umgehen, wirklich vorher ordentlich die Haut bräunen. Diejenigen, die vielleicht jetzt noch hier sind und noch nicht weggeflogen sind, die haben vielleicht nochmal die Chance ins Solarium zu gehen. Ich bin normalerweise nicht großer Freund davon, aber der Zweck heiligt die Mittel und deswegen kann man das ruhig mal machen. Sonnenschutz, großes Thema, denkt an Leander Cave, sie hat Hautkrebs gehabt und das sollte ein mahnendes Beispiel für alles sein. Ciao!